Terrapestem Teneto, Salus Hic Maneto und herzlich willkommen zu John Sinclair Night Talk. Mein Name ist Hennes Wender und neben mir sitzt John Sinclair persönlich, Torben Liebrecht. Hallo. Hallo, schönen Grüß guten Tag. Grüß dich. Terrapestem Teneto, Salus Hic Maneto, hast du noch nicht sagen dürfen, oder? Nein. Meinst du, das kommt noch? Das muss man jetzt gucken. Ich kenne die letzten Folgen jetzt ja noch nicht, die wir noch aufnehmen werden von der aktuellen Staffel, der zweiten Staffel der Sinclair Rot-Weiß. Wir sind direkt drin, Sinclair Rot-Weiß. Wir reden natürlich über deinen Auftritt als John Sinclair. Du bist ja schon der zweite Sinclair, der neben mir sitzt. Dietmar Wunder war schon da. Und du bist für die Leute, die es nicht wissen, für die paar, die nicht wissen, wer Torben Liebrecht ist. Torben Liebrecht ist John Sinclair in der, du hast es schon gesagt, in der rot-weißen, wir sagen intern, wir sind ja Köln, in der rot-weiße Version von John Sinclair. Sinclair-Schranke. Von Sinclair-Schranke, sehr schön. Schön, dass du das gesagt hast. Von Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach. Es ist eine Serie, wo man sagt, okay, ist es ein Reboot, ist es ein Remake? Soll ich mal versuchen, einen Ansatz zu finden, das zu erklären? Es ist wie eine Art Paralleluniversum, oder? Oder wie würdest du es beschreiben? Du bist ja mehr drin in der Serie als ich. Ich glaube gar nicht, dass es ein Reboot ist. Vielleicht ist es eher so eine Art Preboot oder so. Also wir lernen Sinclair als jemanden kennen, der noch gar nicht so in dieser Geisterwelt vertraut ist, der das Übersinnliche noch gar nicht kennt, sondern der einfach ein Polizeibeamter ist, der in London arbeitet und ohne dass er es will, mehr oder weniger in Ereignisse verstrickt wird, die rational nicht mehr zu erklären sind. Das heißt, es ist quasi seine Taufe, die wir dort miterleben, wie er wirklich dann zum Geisterjäger oder zum Sohn des Lichts werden kann und könnte. Es gibt ja manche so Kritiker, die meinten, das ist jetzt so nicht mehr mein Sinclair. Ich glaube, das Schöne an der Serie ist, dass es noch nicht der Sinclair ist, sondern dieser Weg dahin, wenn man weiß, und Sinclair ist einfach eine der, finde ich auch, ich bin ja auch mit Sinclair dann nochmal in meiner zweiten großen Hörspielwelle aufgewachsen, mit der 2000er-Serie, so mit dem Wissen, was dieses Universum alles bereit hat, diesem Wissensvorsprung als Zuhörer eben drauf zu gucken und dann zu sehen, wie hat er sich dahin bewegt. Das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Reise. Und die erzählen wir, glaube ich, also vor allen Dingen jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage wir, also vor allen Dingen natürlich Dennis und Sebastian als die federführenden Autoren, einfach in einer modernen Dramaturgie, die von vornherein sehr horizontal angelegt ist, was natürlich auch in der 2000er-Serie schon passiert ist mit den immer wiederkehrenden Figuren. Du kannst ja auch die Sachen nicht durchwürfeln. Was meinst du mit horizontal? Horizontale Erzählung heißt, dass ich die Folgen eigentlich nicht in einer beliebigen Reihenfolge hintereinander hören kann, sondern die Erzählung baut stringent aufeinander auf. Das heißt, wirklich wie eine Staffel wie beim Fernsehen. Genau, richtig. Wir sind richtig in einer ganz modernen, zeitgemäßen Staffel-Dramaturgie, wo es natürlich viel darum geht, einerseits diese Welt zu erzählen, also das Worldbuilding erstmal. Und ich finde auch, dass London auf eine Art und Weise nochmal ganz anders prominent stattfindet. Und die beiden waren da auch, also gerade Dennis, lange vor Ort, um da nochmal sehr akribisch auch zu recherchieren und sicherzustellen, dass das in den Skripts auch adäquat stattfinden kann. Und das andere ist eben auch, wie gesagt, in dieser horizontalen, in dieser Dramaturgie, Konflikte weiter aufzubauen, neue Figuren weiter aufzubauen, Cliffhanger natürlich auch hängen zu lassen. Und diese Düsternis, die der Serie ja manchmal unterstellt wird, ist aber auch was ich finde, die ganzen Superhelden-Franchises auch nach vorne getragen hat, weil du dunkle Seiten erlebt hast. Jemand ist nicht von vornherein gut, sondern jemand hat Zweifel, muss sich, es sind Genesegeschichten, sind quasi Origin-Stories und das so mitzubekommen und mit den normalen Zweifeln, die ein ganz normal Sterblicher hat, wenn ihm erstmal übersinnliche Phänomene begegnen und zu sehen, wie der spätere Sohn des Lichts damit umgeht, das ist einfach, finde ich, wahnsinnig spannend. Und das ist das Tolle, toll gelungen. Das Tolle ist ja, weil Sinclair, also dein Sinclair, hat ja eigentlich die Rolle, die jetzt bei den X-Files Scully hatte. Mhm. Also dieses Zweifelnde. Also wenn in den alten Folgen oder in der klassischen Serie Sinclair immer derjenige ist, der die anderen davon überzeugen muss, dass es übersinnliche Sachen gibt und Vampire,
ist Sinclair jetzt der, der erstmal da überhaupt drankommt, der erstmal jetzt was Neues hat. Und dieses, dieses Realistische, was ja in der Serie drin ist, dieses, würde ich jetzt sagen, gritty oder also so ein bisschen, also hat eine andere, es hat eine andere Realität, weil das London in den alten Romanen oder auch in den aktuellen Romanen ist immer noch so ein bisschen so ein Fantasie-London. Das ist immer so ein bisschen so ein idealisiertes London. Und das Tolle ist bei, bei eurer Serie jetzt, ist, dass es eben halt nicht am Piccadilly Circus spielt und nicht im Oxford Circus und Big Ben kommt vor, sondern wir sind wirklich in Shoreditch und wir sind auf der Brick Lane und wir sind in diesen Stadtteilen, die man, die wirklich auch mal interessant sind. So ähnlich, so ein bisschen wie bei, bei Luther auch, bei der Serie. Ja, Luther kenne ich. Ich habe mit Warren Brown damals eine kanadische Serie gedreht, also der Assistent von Luther war in den ersten Staffeln. Ja, das ist ja, Torben ist ja nicht nur Synchronsprecher, Torben ist ja auch Schauspieler und international unterwegs. Wir reden da gleich noch drüber. Aber lass uns mal noch mal ansetzen, weil du das ja schon erwähnt hattest. Du hast ja gesagt, deine zweite Hörspielwelle. Mhm. Was war denn deine erste Hörspielwelle als, als Jugendlicher, als Kind? Also es, ich glaube, es gibt so eine halbe Hörspielwelle. Das waren tatsächlich, das waren auch so Bibelhörspiele. Also meine, das kam so durch meine Großmutter mütterlicherseits, dass es da so die ersten Kassetten gab. Und da weiß ich noch, dass man sich dann so den, was war das, der Barmherzige Samariter und solche Dinge dann so als Hörspiel angehört hat. Aber für mich war tatsächlich das einschneidendste Erlebnis war TKKG Folge 22 in den Klauen des Tigers. Das war, ich bin da jetzt nicht so super bewandert, was alle, ich konnte das damals mal mit all den Folgen. Ich überlasse das alles respektvoll, die Europa-Expertise Bastian Pastewka. Da sind einige auch dabei. Ja, Bastian kennt sich bei TKKG nicht so aus. Also Bastian, dadurch, dass wir auch befreundet sind, wir sind dann eher so drei Fragezeichen. Aber das ist so jemand, den kannst du fragen, wir hatten das gesprochen. Das kannst du sofort. Das war Rüdiger Schulzki. Sofort anrufen und so. Das ist irre. Also das war für mich tatsächlich so die erste Begegnung dann mit Heldenfiguren in Serie. Da kamen dann auch noch andere Dinge dann dazu, wie Hallo Tom, hier Locke. Die drei Fragezeichen hat eher mein Cousin gehört. Die so haben wir uns das aufgeteilt. Die habe ich wenig gehört, aber ich hatte dann, da kommen wir dann auch noch wieder hin, ich habe dann Hörspiele gesammelt, auch wirklich so obsessiv, Kassetten in Erstauflage, da mussten dann die Schrauben drin sein und das mussten die schwarzen mit den gelben Aufklebern sein. Und da habe ich mir dann nochmal alles geholt, also wirklich von Pizzabande über Funkfüchse und wirklich alles in Erstauflagen und in Sonderauflagen, für ein anderes großes Verlagshaus herauskamen, mitgesammelt und da bin ich dann komplett eingestiegen. Und das Schöne daran ist, wenn ich jetzt auch immer noch, ich habe immer noch so einen kleinen alten Kassettenrekorder, der ist in der Schublade, im Schlafzimmer, mit ein paar Kassetten. Die kann ich mir dann abends zum Einschlafen reinlegen und anhören. Ich habe immer noch die gleichen Bilder wie früher als Kind im Kopf. Das ist das, glaube ich, dass wenn man das als Kind oder als Jugendlicher gehört hat, dann hat man, wenn man die heute hört, immer noch das Gefühl, ich bin wieder jetzt klein und jung und höre das. Und also, ich habe auch gerade schon gesagt, es gibt Folgen, die habe ich auch nie in einem Stück durchgehört, weil es immer so Pavlov-mäßig so bestimmte Triggerpunkte gibt, an denen ich dann einfach einschlafe. Also das heißt, beim Autofahren dürfte ich bestimmte Folgen, glaube ich, nicht hören, weil dann sofort instantan irgendwie der Einschlafreflex einsetzt. Hast du denn auch dann Horrorhörspiele gehört, also Gruselhörspiele und sowas? Wann kam das? Die erste Begegnung damit war unfreiwillig, sehr, sehr unfreiwillig, weil meine Mutter auf dem Flohmarkt für mich eine Hörspielkassette mit so Bärchen drauf gekauft hatte. Die Glücksbärchen? Und irgendjemand hat dann auf diese Kassette so eine Horrorsache raufgespielt, die dann mittendrin passierte und aus dieser Geschichte also sich gar nicht ergab, sondern das wurde einfach überspielt. Da hat jemand einfach mal was kopiert und meine Mutter hat mir diese Kassette dann weggenommen, weil sie merkte, dass ich da sehr ängstlich drauf reagierte. Aber meine erste richtige Horrorerfahrung quasi war neben den diesen Neon-Covern, die mich eben von den Europa-Gruselserien, eben ansprachen, war tatsächlich Tonstudio Braun. Meine erste Kassette von John Sinclair, meine erste Begegnung mit John Sinclair war Zombies auf dem Roten Platz und ich fand es so gruselig. Als Hörspiel? Ja, als Hörspiel, klar. Also es war halt einfach düsterer, es war tödlicher, es war dämonischer als alles, was ich vorher gehört hatte. Und auch diese Musik, die vorher immer so
ich war ein großer Fan dieser ganzen Hörspielmusik eben auch aus Bert Brack, Carsten Bohn. Ja, das war was, aus dem ich, das mich auch musikalisch sehr, sehr geprägt und sozialisiert hat, war da eben diese Orgelmusik etwas, das ich so unheimlich fand. Also es war in seiner Einfachheit so reduziert, so perfekt komponiert eigentlich heute das Ganze. Heute lacht man darüber, aber damals war das so stimmig. Ich finde es gar nicht, also ich kann da nicht drüber lachen, weil ich erstens mir immer denke, also es ist ja nicht bewusst komisch oder auch nicht unfreiwillig komisch. Ich fand es total geschlossen und entschlossen als die Welt, die man damals damit erzählt hat. Aber ich fand es einfach wahnsinnig gruselig. Mhm. Und ich musste dann, das habe ich dann also nicht weiter verfolgt, weil mir das dann zu viel war, als dann die Ghouls kamen. Oh, ja. So, wo ich dann dachte, okay, das waren auch so Figuren, die mir noch gar nicht. Der Ghouls, die Mr. Grimes. Oh. Die mir noch gar nicht klar waren, dass es so etwas gibt. Das hat für mich den Rahmen des Vorstellbaren gesprengt und da war ich einfach zu ängstlich. Also du bist sehr geprägt durch diese Hörspiele. War es auch der Grund für dich zu sagen, ich möchte das machen, ich möchte Schauspieler werden? Auf jeden Fall. Also ich komme noch mal ganz kurz auf Sinclair zurück an der Stelle, weil ich, also um jetzt noch mal die zweite Welle quasi noch mal zu sagen, die kam, die war dann bei mir so, als ich Anfang 20 war, zusammen mit einem meiner besten und engsten Freunde, der auch Schauspieler und Sprecher ist. Und wir haben einfach diese 2000er-Serie angefangen zu suchten. Das waren auf einmal Blockbuster für die Ohren. Mhm. Das war ein Production Value, den man noch nie gehört hatte, so in der Form. Für mich war auch das Kerzel-Intro einfach Gänsehaut bis heute. Die Musik, das hat einfach alles komplett gestimmt. Und das war gab es auch bis dahin so noch nicht. Nein, das so in der Form nicht. Das war wirklich ein Gamechanger. Das müssen wir immer wieder sagen, dass die Sinclair-Reihe ja nicht nur Sinclair noch mal für andere Leute noch mal oder für ein ganz neues Publikum aufgemacht hat, sondern auch wirklich die Hörspielszene noch mal wieder komplett richtig so reanimiert hat quasi. Ja, ich glaube auch, das war vorher ja viel es ist ja so eine Nostalgiebranche auf eine Art und Weise. Ne? Und ich weiß nicht, ob Kinder heutzutage jetzt noch so in diesem Mediengebrauch aufwachsen, dass sie auch Dinge linear weghören und nicht nur kurze kleine Tracks und Bits und Pieces hintereinander wegstreamen. Das ist schon nochmal was anderes. Und da kam eben auch das erste Mal so dieses langsame Etablieren von neuen Figuren, die auch horizontal durcherzählt wurden. Die Dramaturgie der Szenen selber, das war so effektiv erzählt einfach. Es war wirklich, wirklich grandios. Es hat mich total beeindruckt. Und natürlich auch nochmal dann den Wunsch, der aus TKKG kam. Ich wollte immer damit spielen, weil ich wollte mit diesen Leuten befreundet sein. Ich habe einen mit den Sprechern. Ich dachte halt, die sind dort alle befreundet und lösen nebenher Abenteuer. Und ich habe als Kind so einen Kalender gehabt von Europa und da gab es dann immer Bilder der Sprecher, die mit Heike Dine Körting eben an diesem Tisch saßen, wo aufgenommen wurde. Und dieses Bild, das war für mich, ich dachte immer, da möchte ich hin, ich möchte an diesen Tisch, ich möchte da sitzen. Und ich dachte auch immer, wenn die fertig sind mit Aufnehmen, dann gehen die alle raus und spielen noch zusammen oder feiern und unterhalten sich. Und ich dachte immer, der Moment, wenn man hört ja auf der Kassette immer dann, wenn es ausläuft, hörst du ja quasi ganz leise die andere Seite, die dann quasi rückwärts gegenläuft. Ich dachte immer, das ist der Moment, wo sie alle die Kopfhörer drunter haben und sich immer noch mal ewige Freundschaft schwören und sich darüber freuen, was sie machen und wissen, wie bedeutsam das ist. Aber das war ja auch so, man wusste ja nicht, wie diese Dinge entstehen, wie sie gemacht werden. Du konntest nicht auf YouTube dir einfach Making-of angucken. Tonstudios waren für mich auch immer wahnsinnig aufgeladene Orte. Und das hat sehr, sehr stark diesen Wunsch getriggert, eben selber in diesem Teil meiner Kindheit aktiv teilnehmen zu können. Und das hat letztendlich auch ganz stark diese Sehnsucht danach, diesen Berufswunsch des Schauspielers befeuert. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Das ist ja total toll, weil du ja quasi vom Kassettenkind zum Geisterjäger wurdest. Das wäre doch mal ein Titel für deine Biografie. Torben Liebrecht vom Kassettenkind zum Geisterjäger. Bin mir aufgepasst. Ja, nicht schlecht. Hast du es denn mittlerweile auch mal geschafft, bei TKKG mitzusprechen? Ich habe einmal mitgesprochen. Oh, das war dann an meinem, und das war auch wirklich dann an meinem 18. Geburtstag. Kurz nach meinem 18. Geburtstag. Aber seitdem dann nicht mehr. Es war in einer Folge 3 Fragezeichen, in der ich einen Polizisten sprach. In der Folge 72 war das, glaube ich. Mhm. Und ich war dann ich durfte einen Kellner sprechen in Die Haie vom Lotusgarten, hieß das, glaube ich. Und dann Die Hand an den Sternen, da so ein Crash-Kit. Und ich kam da gerade aus. Ich war in der Schule, ich hatte, glaube ich, schon die ersten Sachen gedreht und ich hatte so eine
Sprecherziehung quasi gemacht, neben der Schule, die man an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg machen konnte. So eine Musical-Schule ist, aber es gab halt eben so eine Form von, wie lerne ich richtiges Sprechen, Atmen, Artikulieren. Ich kam dann dahin und ich wusste noch gar nicht, wo meine Stimme eigentlich ist, wo die wohnt, wie dieses Instrument funktioniert. Und ich habe dann, glaube ich, ziemlich so, wie wenn man anfängt, Sachen zu spielen, irgendwie, also ungefähr so, ne? Also 0 und 1000 und keine großartigen Grautöne dazwischen. Wenn ich das heute höre oder auch wenn ich noch Sachen sehe, die ich früher gespielt habe, dann denke ich mir so, es ist ein Wunder, dass ich danach noch ein paar Jahre weitermachen durfte, bis es wirklich, wirklich gut wurde. Aber das ist ja auch, sowas ist ja auch, das ist ja schön, das ist ja auch ein Seismograph. Ja. Ja? Man kann ja auch ablesen, wo man früher mal war oder was man dachte, was gut ist. Und für mich war das so, und da kommen wir, das auch schlägt, glaube ich, einen schönen Bogen zur Sinclair-Reihe. Am Anfang möchte man die Sachen ja so machen, wie man sie kennt, wie man sie hört. Du hast einen Ton im Ohr, wie andere das sprechen, und man möchte erstmal nicht rausfallen. So, deswegen ist der erste Schritt wahrscheinlich immer viel imitieren und viel nachmachen, bis man wirklich über Zeit, Erfahrungen und auch Scheitern und immer wieder aufstehen an einen Punkt kommt, wo man sagt, wo sitzt die Stimme bei mir? Was ist, wie kann ich meine Instrumente, die ich habe, als Künstler, als Sprecher, als Schauspieler wirksam einsetzen? Und letztendlich ist das dann auch was wichtig ist oder wichtig war. Also als Dennis mich gefragt hat oder mir gesagt hat, dass es diese Reihe eben geben wird, Sinclair, damals eben Dead Zone, jetzt Underworld in der zweiten Staffel, da hatte ich schon echt Muffensausen. Da hatte ich wirkliches Muffensausen. Auf der einen Seite habe ich mich wahnsinnig geehrt gefühlt, weil ich dachte, ich habe das so gesuchtet mit Frank Laubrecht, irgendwie mit Dietmar Wunder, mit zwei Kollegen, die ich wirklich, wirklich für ihre Arbeit verehre. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Die sind schon so lange im Geschäft und die haben das so geprägt, diese Figur, und dann kriegst du diese Figur aber eigentlich so als Baby quasi in deine Hände gelegt. Das erfordert ein ganz großes Maß an Sorgfalt und trotzdem auch die Verpflichtung für uns alle, etwas Eigenes daraus zu machen. Ja, und wie bist du das? Das ist die Frage, die mir jetzt die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt. Wie habt ihr das gemacht? Weil der Sinclair, den du sprichst, das ist ja ein neuer Sinclair. Mhm. Inwieweit konntest du den selbst gestalten? Inwieweit bist du mit den Machern hergegangen und hast gesagt, okay, wir brauchen ja jetzt nicht nur, wir haben dieses neue Soundscape quasi, dieses neue London, diese neue Realität, sondern wir brauchen auch einen ganz neuen Sinclair. Wir haben angefangen damals mit dieser. Es gibt diese Interviewszene in der ersten Folge, wo Sinclair gefragt wird, befragt wird, wer er ist, was ihm passiert ist. Und ich weiß, die haben wir relativ lange aufgenommen und gemacht, weil es wirklich darum ging, schon mit dieser ersten Szene eine Figur zu etablieren, die relativ introvertiert ist noch für sich, auf eine Art und Weise schon auch desillusioniert, dann aber auch irgendwie realistisch. Also man hört ja richtig, du hörst die Stühle knarzen und auch dieses, die Sätze sind nicht alle auf Punkt. Es ist sehr staccato, es hat einen eigenen Rhythmus in der Sprache. Und diese Dinge, das mussten wir uns tatsächlich echt erarbeiten. Das war die Sequenz, an der wir am längsten gearbeitet haben. Und es gab auch wirklich einen Moment, wo ich dann so dachte, ich weiß gar nicht, ob ich das so treffen kann oder da so genau hinkomme, weil die beiden natürlich auch schon, Sebastian und Dennis, lange Zeit mit diesen Figuren verbracht haben und die lange entwickelt haben, auch in der Art und Weise, wie sie für sie klingen und sich anfühlen sollen. Dann ist es meine Aufgabe, diese Fantasie zu übersetzen. Und es gab auch wirklich einen Punkt, wo ich mich gefragt habe, ob ich das so kann. Aber wir haben einfach akribisch weitergearbeitet und dann etwas gefunden, das für uns eine Sprungrampe war, von der wir uns dann weiter bewegen konnten. Und mittlerweile läuft das sehr, sehr gut, wie ich finde. Ich mag das Arbeiten mit den beiden, weil die eben akribisch sind, aber ihn trotzdem auch auf der anderen Seite laufen lassen. Und diese Mischung zu haben zwischen Freiheit und Präzision, das ist ein großes Geschenk. Und, aber für mich ist es manchmal wirklich so, dass gerade so in diesen Momenten, wenn die Off-Kommentare kommen, also Sinclair nochmal so kommentiert, ich lief die Straße entlang, ich spürte seinen Atem in meinem Nacken und so, dass ich habe da, da
da merke ich dann ganz oft, wie sehr ich dann doch Frank Glaubrecht und Dietmar Wunder auch so im Ohr habe. Ja. Und ich mich dann eigentlich, es ist so ein Teil von mir gibt, der sich dann innerlich auch dem noch so Rechnung tragen möchte, ne? der auch gerne da weitermachen würde. Aber unser Sinclair ist halt ein bisschen anders. Und wie ich finde, einfach auch nichts, das etwas anderes wegnimmt oder das eine Deutungshoheit jetzt auf einmal beansprucht und sagt, das ist jetzt der Sinclair und so bleibt er jetzt, sondern es ist einfach eine... Die Alten gibt es ja immer noch, das genau. Dürfen wir ja nicht vergessen, die Alten sind ja immer es ist noch eben existent. Einfach es gibt auch immer noch Studio Braun. Also eine Ergänzung ja, zu diesem... Genau. Eine Erweiterung. Eine Erweiterung, die einfach in der im Zeitstrahl quasi, auch wenn es in der Gegenwart ist, vor dem ist, was wir kennen, vor diesem Sinclair, wie wir ihn kennen und wie wir ihn über all diese Zeit einfach auch lieb gewonnen haben und... lieb gewonnen ist, so klingt so niedlich. Doch, ne? Ja, ich meine, ich habe ihn schon irgendwie lieb gewonnen, aber ich meine, er ist ja einfach, das ist einfach eine der, finde ich, in Deutschland ikonischsten Figuren. Er ist so ein bisschen der deutsche James Bond. Wo wir gerade beim Thema sind, Frank Glaubrecht, Dietmar Wunder, beides John Sinclair, beides James Bond. Lieber Torben, du sprichst einen Schauspieler, der im Gespräch ist für den nächsten James Bond, man weiß es nicht. Torben Liebrecht ist unter anderem auch die deutsche Stimme von Tom Hardy. Wärest du bereit zu sagen, Mensch, Tom, mach das und ich spreche dich, dann wärst du nicht nur der Erbe von John Sinclair, von Dietmar und von Frank, sondern auch James Bond. Glaubst du, dass er das könnte? Als jemand, der ihn, ich unterstelle jetzt mal, wenn man jemanden spricht, dann kennt man ihn ja nicht persönlich, aber man kennt seine Manierismen, man kennt seine Art zu spielen, sein dieses, Tom Hardy hat ja immer so dieses, berichtige mich, wenn ich da jetzt falsch liege, immer so dieses leichte, ironische und dieses, ach, mir ist halt eigentlich scheißegal, was ich hier mache, so ein bisschen so dieses, da würde ich, ja, dieses da würde ich englische, jetzt, dieses britische Understatement, so ein bisschen. Da würde ich ein bisschen widersprechen, also mit dem Scheiß egal. Es gibt manchmal diese Momente, wo er mit so einer mit Haltung kokettiert, aber ich finde, dass er jemand ist, der sich so radikal in seine Rollen wirft, in der Art und Weise, wie er sie vorbereitet, wie er sie porträtiert. Das ist halt einfach, der trifft wahnsinnig mutige Entscheidungen. Und das sind dann auch Entscheidungen, die manchmal dann auch vielleicht für manche nicht so leicht zu verdauen sind, wie so ein anderes charmantes Augenbrauen hochgeziehe Schauspiel. Und diese Form von Commitment, die finde ich großartig. Die Körperlichkeit, die er vorbereitet für seine Rollen, auch die Stimmen, die er sich überlegt, die Art und Weise, ob und wie viel jemand kommuniziert. So, das finde ich, ist für mich schauspielerisch in der absoluten Königsklasse. Man lernt einen Schauspieler kennen über all die Zeit, das stimmt, weil auch sicherlich intim, denn man muss sich ja auf seinen Atem hängen. Und wenn du schon merkst, wie jemand so damit atmet oder haushaltet mit seiner Luft, wie viel gibt er von sich? Und der ist so ein Verausgabungsschauspieler, der einfach alles reinschmeißt, was er hat. Für mich ist es ein Geschenk. Es ist aber auch immer so, wenn ich mir dann so die Screener angucke, bevor wir die Filme machen, zum Beispiel bei Venom, denke ich mir immer so, die ersten 10 Minuten, ist das geil, ist das geil, ist das geil? Und dann geht es langsam so los, ui, das wird richtig anstrengend, das wird Arbeit, oh Gott. Die MRT-Szene, wow, denke ich mal, das war bestimmt nicht ohne, oder? Die waren nicht ohne im ersten Teil, aber auch zum Beispiel diese Szene, wo er dann im Restaurant auf einmal in dieses Hummerbecken steigt und so. Und diese Figuren sich noch so beide ineinander geknäuelt haben. Aber das ist toll. Ich meine, dafür tritt man doch an, dass man solche Sachen machen kann und dieses Vertrauen auch zu genießen, dass man mir zutraut, dass ich solche Dinge spielen, sprechen, umsetzen kann, das ist toll. Und umso mehr freut mich natürlich auch dieses Vertrauen, dass man sagt, nachdem so arrivierte Kollegen den Staffelstab schon in der Hand hatten, dass man ihn mir für diese Reihe gereicht hat, war für mich ein großes Geschenk. Und glaube ich, dass Tom Hardy es kann, Bond? Ja, würde ich es mir wünschen. Ja, klar. Ja. Also, weil ich schon Bond nicht spielen darf, dann ist mein Lebenstraum natürlich, diesen legendären Satz zu sagen. Wir müssen, glaube ich, echt noch mal ein bisschen, dann sag ihn, komm. Also, nee, ich sag ihn nicht. Ich würde ihn das erste Mal sagen, wenn es dann einer der Schauspieler werden sollte, dem man spricht. Gibt es so abergläubische Sachen bei Synchronsprechern, wo man sagt, so, dass das macht? Also ich meine, man kennt ja dieses, man pfeift nicht auf der Bühne, man spricht nicht über Macbeth und man isst nicht auf der Bühne. Gibt es bei Synchron? Scotchplay, ja. Nee, das weiß ich nicht, aber warum, ich habe ja dann, ich
ich mache mich dann ja so ein bisschen so zum Obst irgendwie, wenn ich mich dann hinsetze und jetzt einen Satz sage, den ich danach nie wieder werde sagen dürfen. Okay. Das kommt dann sofort in der Kategorie gescheiterte Träume. Das ist ja dann auch, bei YouTube ist es ja dann auch für immer. Dann nimmt, nimmt jemand diesen Satz und dann baut er den irgendwo ein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Venom, da spielt Tom Hardy ja nicht nur den Eddie Brock, übrigens, das fand ich ja ganz interessant, Tom Hardy spielt ja Eddie Brock, diesen Enthüllungsjournalisten. Mhm. Das ist ja in der rot-weißen Serie eigentlich die Rolle von Bill Connolly, so ein bisschen, oder? Das ist eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Rolle, oder? Oh. Ich wurde gewarnt, dass du sehr raffinierte Verbindungen schaffst im Kopf. Ja. Aber das ist, wenn man drüber nachdenkt, ja, natürlich. Ja, kommt hin so ein bisschen. Ja, ne? Ja, schon. Also doch. Du sprichst Tom Hardy ja nicht nur als Venom und als auch ganz großartig in den, wie heißt er, Legend, die Craze, die Doppelrolle. Ja. Da sprichst du zweimal quasi sozusagen. Bei Venom ja auch. Venom ist ja wirklich diese, eigentlich ist es Jekyll und Hyde, eigentlich so eine moderne Version. Auf eine Art und Weise schon, ja. Genau. Aber Tom Hardy spielt ja auch ab und zu mal Rollen, wo er jetzt so, wie zum Beispiel bei Dunkirk oder auch bei Mad Max, den du ja auch sprichst, wo er jetzt nicht so viel sagt. Ist man dann nur einen Tag im Studio? Ist das weniger Arbeit? Oder ist es, wie ist das? Wie geht man das an? Ist das weniger Arbeit? Das weiß ich nicht. Also sicherlich vom zeitlichen Einsatz her jetzt ist es ein bisschen weniger. Natürlich, wenn ich jetzt, also Mad Max ist immer lustig, wenn mir jemand sagt, und wo hast du den gesprochen? So, ja, Mad Max zum Beispiel. Dann gesagt, du hast ja nicht so viel zu tun gehabt. Ich finde aber gerade da in diesen, wenn du dann nur wenige Sprecheinsätze hast, ne, die so zu gestalten, dass sie wirklich all das transportieren, was der Schauspieler dann auch da reinlegt in dieser Prägnanz. Und eben auch Tom Hardy, ich meine, der sitzt die meiste Zeit wirklich da, auch bei Dunkirk natürlich irgendwie so mit Maske. Mhm. Aber was der mit seinen Augen, mit seiner Präsenz schafft und erreicht, ist, finde ich, absolut beeindruckend und fordert auch wirklich in all diesen Zwischentönen absolute Konzentration und Hingabe. Ich finde, an so ein Film ist dann vielleicht ein fordernder halber Tag. Bei Venom war es im ersten Teil so, das waren wirklich fordernde 10 oder 12 Tage. Das war richtig das auch so, dass man zwischendurch mal dachte so. Also als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, da hast du wirklich aber ackern müssen zwischendurch. Ja, aber das ist ja auch das Tolle daran, weißt du, dass man genau das kann und dass man das darf. Ja. Und dieses ganz oft, denkt man immer, ein befriedigendes Arbeiten wäre, man geht rein, alles läuft wie am Schnürchen und man geht raus und sagt, tschüss, wir sehen uns morgen wieder. Und dieses zwischendurch auch wirklich mal so an die Grenzen kommen, Grenzen spüren, rauskommen aus der Komfortzone, immer wieder so wachgerüttelt zu werden dadurch, weil ganz andere Mittel fürs Umsetzen beansprucht werden. Das ist einfach ein solches Geschenk. Und man kann, also ich kann mich da auch nicht nur hinstellen und nur, in Anführungsstrichen, nur sprechen. Ich muss ja mit meinen Mitteln, die ich habe, versuchen, das so adäquat wie nur möglich zu übersetzen und natürlich auch in einem gewissen Maße zu transponieren. Und da ist er wirklich gerade mit diesen Doppelrollen, auch bei den Crates-Filmen, es gibt eine Szene, wo die beiden sich verprügeln. Grandiose Szene, wirklich auch filmisch. Wird man da nicht schießen, toll wenn gemacht. Man das synchronisiert? Nee, man trennt das ja voneinander. Also ich glaube, krass wäre wirklich, wenn man jetzt von Take zu Take von der einen Figur in die andere springen würde. Aber da insofern nimmt man den Film tatsächlich zweimal auf, dass man sagt, die Figur, die stimmlich die weniger anstrengende ist, mit der geht man erstmal von Anfang bis Ende durch und dann macht man die zweite. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Tom Hardy in seinen Rollen, die er noch spielen wird, ob es jetzt Bond sein wird oder nicht, sehr, sehr, sehr anspruchsvoll und eine sehr große Herausforderung, wir klopfen hier auf Holz, sein wird. Hat man das Bedürfnis? Also wenn du jetzt wirklich, weil du ja dich da wirklich so reinkniest in die Rolle, man muss das ja machen bei ihm, wäre es gut für dich oder hast du den Wunsch, ihn mal auch mal zu treffen oder trennst du das? Möchtest du das trennen? Ich bewundere ihn, wie gesagt, absolut als Schauspieler und ich glaube, dass so eine gewisse Form von Distanz, die so da ist, so zum Thema, so, man trifft seine Helden, durchaus gesund ist, um weiter auch daran so arbeiten zu können. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass es so ist, dass so auf dem amerikanischen Markt oder sagen wir im englischsprachigen Markt gar nicht so ein Bewusstsein herrscht für die Synchronarbeit, die einfach auch schon seit wirklich sehr, sehr langer Zeit hier in einer
Professionalität und Hingabe professionalisiert und betrieben wurde wie in kaum einem anderen Land, dass es dafür gar nicht so ein Bewusstsein gibt, was das eigentlich ist. Und ich kenne so Geschichten, wo deutsche Schauspieler dann halt dem Schauspieler, den sie sprechen, dann auf die Schulter klopfen und sagen, I am you, quasi. Oder? Und es ist nicht immer so mit einer Wertschätzung verbunden, finde ich, wie jetzt zum Beispiel bei Peter Martich und Sir Ben Kingsley. Das ist da, ich glaube, dass der sogar in seinen Verträgen hatte, dass er möchte, dass Peter Martich ihn spricht. Mhm. Und diese Form von Verbindung ist, glaube ich, nicht so oft. Stefan Friedrich hat mir mal erzählt, der ja auch die Stimme von Jim Carrey ist, dass er einem seiner Schauspieler tatsächlich, oder seiner Schauspieler, einem der Schauspieler, den er spricht, dem John Turturro, glaube ich, ne, den Jesus spielt. Ja, den, auch, genau. In Big Lebowski. Genau, ja, das richtig. Ist John Turturro. Dass er dem begegnet ist und der sich wirklich bei ihm bedankt hat für die Arbeit, die er gemacht hat. Das wäre natürlich ein Gänsehautmoment, aber ich finde dieses, und das mag ich auch im Synchron, dass man da so ein bisschen für einen Moment auch nicht sichtbar ist, diese Diskretion in diesem Gewerbe oder generell bei der Sprecharbeit. Die mag ich wahnsinnig gerne. Und das ist ja auch nochmal eine andere Illusion, weil Schauspiel, Film und Hörspiel ist ja geschrieben, ist eine Illusion. Mhm. Das müssen wir uns immer wieder klar machen, dass wir hier auch von Fiktion reden. Aber Synchron setzt ja auch nochmal einen drauf, weil man sieht ja wirklich, und ich meine, das Kompliment habe ich auch Dietmar schon gemacht, man sieht diese Filme und irgendwann mal vergisst man einfach, dass Daniel Craig einfach nicht Deutsch spricht oder dass Tom Hardy halt eben gar nicht diese Stimme hat. Und dann, man ist drin und man glaubt das, man kauft das den Sachen ab. Und ich glaube, diese Illusion sollte man auch bewahren. Aber wo du gerade schon Ben Kingsley gesagt hast, du hast ja... Sir Ben Kingsley. Du hast mit Sir Ben Kingsley ja auch schon gedreht. Ja. Du bist ja auch international unterwegs als Schauspieler. Du hast in Altered Carbon mitgespielt und mit Ben Kingsley gedreht. Wie wäre es denn, was würde denn passieren, wenn jemand sagt, pass auf, du kriegst, lieber Torben, hallo, wir haben ja eine Rolle und du spielst eine kleine Rolle vielleicht neben Tom Hardy. Was würde dann passieren? Wen würdest du synchronisieren? Dich selbst oder Tom Hardy? Ich würde in dem Falle, glaube ich, die größere Rolle wäre die Tom Hardy hat in diesem Film. Ich würde dementsprechend Tom Hardy sprechen und ich würde meinen lieben und hochgeschätzten Freund und Kollegen Martin Kautz anrufen und ihn fragen, ob er mir die Ehre zuteil lassen würde, mich dann quasi einzudeutschen. Aber bisher hast du dich immer selbst synchronisiert. Ja, schon. Also ich dachte, wenn das einer verkackt, dann mache ich das selber, bitteschön. Ja, das ist eine gute Einstellung. Ja. Und bisher gab es da in der Form keine Konflikte. Also was interessant war, es gab tatsächlich mal so einen Moment, wo ich so kurz am Zittern war. Das war Homeland. Und bei Homeland habe ich Damian Lewis. In den ersten drei Staffeln war Damian Lewis eben durchgehend dabei als Brody. In der vierten Staffel kam er wieder in einer Traumsequenz und in der fünften Staffel durfte ich dann selber mitspielen, die in Berlin gedreht wurde. Und da war das dann so, dass ich dann schon gleich sofort bei der Cinephone irgendwie angerufen habe und gesagt habe, als ich wusste, ich drehe das, Leute, ich weiß, es gibt so diese Guidelines, dass jemand, der eine signifikante Sprechrolle da schon hatte, so nicht mehr auftauchen sollte. In dem Falle wäre es mir wirklich bedeutsam, dass ich das machen kann, weil in dem Falle Sprache ist dann doch auch Identität. Und wenn dir das dann so weggenommen wird auf eine Art und Weise, würde ich mich auf jeden Fall in dem Falle künstlerisch beschnitten fühlen. Mhm. So. Das ist interessant. Also wir freuen uns sehr auf jeden Fall, dich auch weiterhin zu sehen. Denn, wie gesagt, nicht nur Sprecher und Schauspieler, sondern auch einfach ich finde es so toll, wenn ich dich dann so auftauchen sehe und dich auch immer zu hören. Bei mir war es genauso. Wenn ich früher so Leute gehört habe, zum Beispiel, du hast ja jetzt ein paar Helden gespielt. Also du sprichst John Sinclair, du bist Thorin Eichenschild, ja, in den Hobbit-Filmen hier. Die Stimme, ja. Richard Armitage, ja, genau, das ist groß. Also das ist dann, glaube ich, so eine ganz andere Art auch zu sprechen, dieses Tolkien-mäßige, so ein bisschen so dieses überhöhte, etwas theatralische.
durchaus. Aber du hast auch Perry Rhodan schon gesprochen, John Sinclair. Und ich habe mir damals auch immer gedacht, so, wie sehen diese Leute aus? Zum Beispiel einer meiner großen Synchronhelden. Also ich habe ganz viele Synchronhelden gehabt. Ich komme ja aus Bochum und in Bochum am Schauspielhaus hat Rolf Schuld gespielt. Oh, ja klar. Der große Rolf Schuld. Ja. So, und den habe ich immer gesehen bei Star Trek Next Generation. Ja. Jean-Luc Picard. Und dann saß ich im Kino und er hat Hannibal Lecter gesprochen, Anthony Hopkins. Und das war absolut großartig. Anthony Hopkins? Doch. Sir Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins, natürlich. Ja. Und dann saß ich da und er hat den Geizigen gespielt von Molière. Und ich habe gesagt, so, mein Gott, das ist Robert Redford, der da gerade vor mir sitzt. Und es gab auch noch einen Sprecher, Gerd Günther Hoffmann. Der hat drei große Helden meiner Kindheit gesprochen. Kannst du sie alle benennen? Also auf jeden Fall Sean Connery. James Bond. Ist da eine Held deiner Kindheit. Oh Gott, wer könnte der Nächste gewesen Captain sein? Captain Kirk. Stimmt, James William T. Shatner, Kirk, richtig, genau. William Shatner. Wer ist der Dritte? Und er war Old Shatterhand, er war Lex Barker. Stimmt, ja. Ja. Richtig. Und das ist, ich finde, du bist so in dieser Tradition zu sagen, du hast so eine Heldenstimme. Also wenn du das sagst, J.G. Hoffmann ist tatsächlich so, du hast auf jeden Fall so eine Heldenstimme und ich finde ja vor allen Dingen auch, dass Synchronsprecher ja auch ganz oft nicht so aussehen, wie die Schauspieler, die sie sprechen. Also ein Dietmar Wunder, wir müssen mal, glaube ich, nochmal einen Schnitt machen, weil hier wird gerade... Ach, das ist doch Leben bei der Arbeit. Lass uns das umarmen. Wir umarmen das. Wir sind einfach, wir sind ja spontan. Pass auf. Ja. Also, Dietmar Wunder sieht nicht aus wie Daniel Craig. Das können wir sagen. Mhm. So, Tobias Meister sieht nicht aus wie Brad Pitt. Detlef Bierstedt sieht nicht aus wie George Clooney. Ich finde, du siehst genauso aus, wie du sprichst. Und ich finde... Das muss ich jetzt mal als Kompliment sagen. Und es ist immer dieser Geist im Raum, wenn wir über Sinclair reden, dass es vielleicht irgendwann mal eine Verfilmung geben wird. Ich finde, lieber Torben, du wärst die Idealbesetzung für John Sinclair im Bild. Danke. Weil er muss nicht blond sein. Gab's ja schon. Es gab mit zwei dunkelhaarigen Kollegen. Es gab schon mal zwei dunkelhaarige, darüber wollen wir jetzt irgendwann mal vielleicht. Müssen wir aber ja nicht, aber nicht Grüße, jetzt reden. Grüße gehen raus an Kai. Grüße gehen raus. Da gab es noch andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass diese Serie nicht ganz so toll war. Aber wenn man jetzt mal sagen würde, jetzt ist es soweit mit den ganzen Streaming-Diensten und weiß nicht, HBO und Netflix und Amazon. Man könnte jetzt mal wirklich mal einen Sinclair machen. Wärst du bereit, Jacke anzuziehen, den roten Pullover, das Kreuz umzuhängen und dann den wirklich Bentley mal zu sagen, Terra pestem teneto, salus hic maneto. Also, klar, Leute, ruft an. Ich bestimme das jetzt einfach. Genau, Kontakt über mail@tennisbender.com. Ruft mich an, ruft mich bitte an. Torben Liebrecht ist in der nächsten Verfilmung der nächsten Serie. Ich finde wirklich, die Zeit wäre reif. Ja. So, also, weil das wirklich auch ein so großes Universum ist und wir mittlerweile durch die neuen Player, die da sind, also die neuen Streamer, natürlich auch Bayer haben, die solche Sachen international releasen könnten, die Budgets, die Mittel, die Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen könnten. Ich glaube, Budget ist so ein bisschen so eine Sache, die wahrscheinlich ein Faktor ist, wenn wir auf die Sachen früher schauen. Mhm. Haben wir nur das Problem wahrscheinlich, dass es im Ausland noch keine gelernte Figur ist. Ne, daran arbeiten wir. Und da haben wir dich, weil du ja schon in internationalen Produktionen gesetzt bist und bekannt ist. Listen to us, the next John Sinclair is talking. Ihr könnt mir einfach ein T-Shirt mitgeben, wenn ich dann irgendwann noch mal Presse machen darf, hoffentlich für internationale Dinge, dann kann ich mir ein Sinclair-T-Shirt hinsetzen. Du hast das Aussehen, du hast die Stimme. Ach Gott, danke. Ich würde sagen, du bist es. Aber ich möchte mich an dieser Stelle dann auch noch mal, wenn wir von Helden sprechen, tatsächlich wirklich G.G. Hoffmann, also für mich wirklich in seiner Unmittelbarkeit, die er hatte, in dieser Direktheit, in dieser Unaufwendigkeit auch und diesem Vertrauen auf sein Instrument, das er hat und immer, also auch dieses Gespür dafür zu haben, wie viel man selber machen muss, wie viel das Mikrofon macht, so feine Töne zu treffen, eine so messerscharfe Ironie, das ist tatsächlich für mich ein Held. Und aber auch zum Thema Helden begegnen, ist es dann auch so, ich würde mir dann immer denken, was wäre dann, also nicht, wenn der Held, dem man begegnet, einen schlechten Tag hat, was ist, wenn man selber dann dasteht und einem fällt nichts mehr ein? Mhm. Ich dachte auch immer so, wenn ich Tom York zum Beispiel begegnen würde, dem Frontmann von Radiohead, ich glaube, ich würde einfach nur dastehen wie so ein Teenie weinen, also weil er so viele emotionale Momente in meinem Leben begleitet hat. Aber was sollte ich ihm sagen zu seiner Arbeit, einfach, was er Tom, nicht schon von anderen gehört hat? Ich bin die Stimme von John Sinclair und da wird er sich freuen und sagen, da mache ich doch den Soundtrack für, wenn wir John Sinclair verfilmen. Das wäre es doch, oder? Das wäre es, genau. Ach, komm, ich rufe den Tom an. Habt ihr nicht Bock, bei der nächsten Staffel ein bisschen Musik beizubringen? Pass auf, was ich ihm sagen muss, hello Tom, I'm a creep, da freut er sich bestimmt.
Torben, du musst nochmal wiederkommen. Wir haben so viel Spaß gehabt und wir haben so viel zu erzählen. Ich freue mich auf die weiteren Folgen von Sinclair Deadzone. Wie viele wird es noch geben? Die vierte ist gerade draußen, die fünfte ist gerade am Machen und insgesamt sind für diese zweite Staffel 8 Folgen geplant. Also freut euch drauf. Also es ist ganz toll, hört euch das an. Es ist wirklich ein anderer Sinclair, mal was ganz anderes. Und Torben, ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute und danke fürs Zugucken und angenehmes Gruseln allerseits. Und bleibt gesund.